Ich begrüße ganz herzlich zu diesem Interview, das ich führen darf mit einem besonders angesehenen Gast in der Patristik, einem besonders angesehenen Gelehrten, Professor Dr. Adolf Martin Ritter. Ich bin Wolfram Kinzig, Kirchenhistoriker und Patristiker an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Und Martin Ritter sitzt in der Nähe von Heidelberg in Neckargemünd zu Hause. Und wir wollen uns gemeinsam unterhalten über Martin Ritters Erfahrungen mit der Patristik in seinem langen Gelehrtenleben und auch in diesem Zusammenhang mit der Geschichte der IAP. Martin, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, dann tauchen dort ein paar Orte ganz zentral auf. Ich habe mir notiert, Heidelberg natürlich, aber dann auch Marburg, Göttingen und auch Athen. Die Reihenfolge stimmt jetzt nicht. Kannst du uns das ein bisschen ordnen und wie bist du zur Patristik über diese verschiedenen Orte gekommen? In der richtigen Reihenfolge müsste ich beginnen in Marburg. In Marburg, in der Nähe von Marburg, bin ich beheimatet gewesen. Mein Vater war in der Nähe Pfarrer und ich bin in Marburg zur Schule gegangen. Ich habe in Marburg auch Theologie zu studieren begonnen und es hat in der Marburger Zeit mich eigentlich mehr die Slawistik interessiert als die Patristik. Das liegt an einem Lehrer, der auch hoch motiviert und interessiert war. Der hat mich in die russische Religionsphilosophie im 19. Jahrhundert eingeführt, während die Kirchengeschichte an der Fakultät in Marburg mich gar nicht gepackt hat. Mittels eines Stipendiums der Studienstiftung konnte ich dann auch wagen, den Ort zu wechseln. In Heidelberg war es so, dass meinen slawistischen Interessen nicht mehr dort Genüge getan werden konnte, wohingegen mich wahnsinnig angezogen hat Hans von Campenhausen, und der hat die Prioritäten nachhaltig verändert. Ich habe intensiv mit ihm gearbeitet und er hat auch mir erst einmal ein Thema zur Vertiefung vorgesetzt, das mich aber auf die Dauer nicht fesselte und mir nicht lag offensichtlich. Martin, Entscheidend, darf ich noch kurz bitte. einhaken? Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Wir reden jetzt von der Mitte der 1950er Jahre. Ja. Du bist Jahrgang 33. Ja. Vielleicht können wir erstmal kurz abschreiten die Stationen deines beruflichen Lebens und dann nochmal auf die Einflüsse nochmal zurückkommen und auf die Lehrer. Da habe ich noch besondere dann Fragen zu. Ja. Du warst also zunächst mit dem Studium in Marburg, Heidelberg und wo ging es Göttingen. weiter? Göttingen. Ja. Und dann beruflich warst du in Marburg, richtig? Oder Ja, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. genau. Und bist dann von Marburg 1981, glaube ich, nach Heidelberg gewechselt. Ist das So richtig? ist es, ja. Und dort Ich war warst du. lange Zeit in Göttingen, habe dort Examen gemacht und als meine Promotion in Heidelberg abgeschlossen war, erhielt ich von Göttingen aus die Einladung,
an die Uni zurückzukehren. Und dort bin ich als Assistent von Karl Andresen begonnen. Die Rückkehr an die Universität war verbunden mit der Erwartung, dass ich mich habilitieren würde. Das ist auch geschehen. Und dann bin ich noch einige Jahre sehr kollegial behandelt von meinen Kirchengeschichtskollegen und an spannende Aufgaben herangeführt in Göttingen gewesen. Dort hat mich dann ein Ruf nach Marburg ereilt und ich bin 3 Semester in Marburg gewesen, sehr gerne. Aber dann konnte ich natürlich nicht widerstehen, als mich auch ein Ruf auf den Lehrstuhl meines Lehrers, Hans von Campenhausen, ereilte, diesen anzunehmen. Und damit sind wir 1981 angekommen. Da hat dann meine Heidelberger Zeit begonnen. In Heidelberg habe ich bis zu meiner Emeritierung dann auch gewirkt. Genau, und da haben wir uns auch kennengelernt und dann natürlich auch dein Doktorand und dann auch später Habilitant sein. Hans von Campenhausen hast du schon erwähnt, kurz. Du hast auch Karl Andresen, glaube ich, schon erwähnt, kurz. Hans von Campenhausen sehen wir sogar hinter dir auf einem Bild. Ganz offensichtlich sind das ja für dich prägende Lehrer gewesen. Kannst du vielleicht kurz uns schildern, in welcher Weise haben die dich denn geprägt? War das eine methodische Prägung als Persönlichkeit oder Kombination von beiden oder waren es Inhalte mehr oder eine theologische Prägung? Also Hans von Campenhausen hat mich in erster Linie methodisch geprägt und mir auch das Gefühl vermittelt, nicht ein nur in Anführungszeichen Patristiker zu sein, sondern ein Kirchenhistoriker mit patristischem Schwerpunkt. Das ist auch etwas, was man an der Universität erwartet. Er erwartet die Übersicht über die gesamte Kirchengeschichte, aber mit spezifischen forschungsmäßigen Schwerpunkten. Also dieses beide, die strenge Methode und die Einbettung der patristischen Fragestellungen in einen großen Zusammenhang der Kirchengeschichte. Das war eigentlich, was ich vornehmlich von Campenhausen übernommen habe. Hermann Dörries, bei dem ich gegen Ende des Studiums studierte und der mir auch mein Promotionsthema gestellt hat, der hat mich in anderer Weise geprägt. Ich habe sozusagen an ihm auch meine Versuche, meinen Vater, den ich ja dann kaum noch erlebt habe, zu verstehen, herangetragen. Dein Vater ist im Krieg vermisst worden, nicht? Das muss man sagen. Er ist nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Ja, genau. Und also ein Teil meiner Auseinandersetzung mit einer Prägung, wie sie mich an meinen Vater erinnert, die ist dann in Göttingen erfolgt. Ich bin dankbar dafür. Ich habe mit äußerstem Respekt dann doch eine andere Einstellung zu den Dingen gewinnen können. Und Dörries war so groß, dass er das auch zuließ. Bei Dörries habe ich bewundert, seine ungeheure Bereitschaft zum geduldigen Umgang mit einem Gesprächspartner, sitze er lebendig vor ihm oder sei er aus der geschichtlichen Vergangenheit sozusagen zum Leben wieder zu
erwecken. Das hat mich eigentlich an Dörries sehr beeindruckt. Ich neige eher zur Ungeduld, aber habe mir das dann sehr gerne zum Vorbild zu nehmen versucht für mein weiteres Leben. Und ich habe ja die beiden Lehrer, Dörries und Kampenhausen, eigentlich auch auf ihrer letzten Lebensstrecke noch begleiten dürfen. Also diese Prägung, die hat lange Zeit gewährt und denke ich auch ihre Spuren bei mir hinterlassen. Darf ich vielleicht noch mal kurz nachfragen? Ja. Methodisch, hast du gesagt, hat dich Kampenhausen stark geprägt. Sehe ich das richtig, dass das in erster Linie eine, wie soll ich sagen, und ich meine das gar nicht wertend, spätliberale, historisch-kritische oder vielleicht auch späthistoristisch, historisch-kritische Prägung gewesen ist? Oder wo würdest du sagen, waren die methodischen Spezifika? Also Kampenhausen hat auch sehr stark Impulse von Rudolf Bultmann aufgenommen und war aber relativ frei, auch damit umzugehen. Er ist also nicht darüber zum Bultmannianer geworden, aber hat eben diesen Impuls niemals vergessen und beiseite geschoben. Da blieb immer noch eine Beziehung bestehen, die auch seinen Umgang mit den Quellen sehr stark bestimmt hat. Es ist schon richtig, methodisch ist Bultmann ja auch seiner liberalen Prägung im liberalen Marburg weiterhin gefolgt. Damit konnten sich in ganz freier Weise dann auch in der Zeit in der Weimarer Zeit und in der Zeit des Dritten Reiches dann Impulse aus der dialektischen Theologie verbinden. Es ist ja ein Spezifikum deutscher Patristik, dass sie Teil der Kirchengeschichte ist und nicht etwa Teil der systematischen Theologie wie in anderen Ländern. Und es ist ein Spezifikum doch auch der evangelischen Patristik, dass sie Teil der Kirchengeschichte ist, dass wir also in der Lehre die gesamte Kirchengeschichte vertreten. Was würdest du denn als die Vor- und die Nachteile eines solchen Verständnisses von Kirchengeschichte sehen? Also die Integration, dass wir müssen ja immer das große Ganze in der Lehre machen. Ja? In anderen Ländern ist das ja anders. Ja, also der große Nachteil ist, dass man sich nicht mehr in der Weise spezialisieren kann und auf einen eng begrenzten Raum konzentrieren und dafür aber auch in alle Einzelheiten das auszufüllen und auszuleuchten vermag. Das ist ganz gewiss ein Nachteil. Also wenn man eben in andere Bereiche übergreift und darüber nicht nur Vorlesungen hält, sondern auch im Sinne des Humboldtschen Ideals der Zusammengehörigkeit von Forschung und Lehre eben auch wenigstens ausschnittweise die Lehre durch Forschung in anderen Bereichen fundamentiert, dann hat man das Gefühl, man ist nirgendwo mehr recht zu Hause. Aber auf der anderen Seite fragt man ja immer aus der eigenen Geschichte heraus, aus der eigenen Gegenwart mit all ihren Prägungen zurück auf die Antike,
Vergangenheit. Und das hat sich mir immer als äußerst fruchtbar und belebend erwiesen, die Möglichkeiten mit ganz anderen Konstellationen vergleichend den Blick auf die Antike zu richten. Also wie meist im Leben sind Vorteile und Nachteile ziemlich gleichmäßig verteilt und wirksam. Ich hatte vorhin nebenbei erwähnt Athen. Welche Rolle hat für dich Athen gespielt? Du warst ja ein Jahr in Griechenland. Das war ja in der Zeit durchaus ungewöhnlich für jemanden aus Deutschland, für ein Jahr in Griechenland genau. Studieren noch dazu an einer orthodoxen Fakultät. Ja, also es ist richtig, es war mir klar, dass es nach den Gräueln des Zweiten Weltkrieges sich äußerst empfahl, als Deutscher taktvoll sich zu benehmen und die Schmerzen zu verstehen, die der Zweite Weltkrieg hinterlassen hat. Ich habe ganz eindeutig zu erkennen gegeben, dass mir die deutsche Schuld, die uns noch lange belasten wird, dass mir sie völlig bewusst ist. Und dass ich vollstes Verständnis habe für die starken Vorbehalte. Man hat es mir aber auch abgenommen, dass ich eben mir klar bin über das, was ich als Deutscher auch dann mit zu verantworten habe. Man hat es mir geglaubt und hat mir darum auch die Türen nicht verschlossen. Was die Orthodoxie anlangt, so war ich ja schon durch meine slawistischen Anfänge in Marburg auf Orthodoxie eingestellt, hatte freilich das Bild in erster Linie der zum Teil kirchenkritischen Religionsphilosophen vor Augen, aber es war doch schon früh an ein wirkliches Interesse gegeben und ich habe bei meinem Antrag auf Zuerkennung des Stipendiums klar zu erkennen gegeben, ich will nicht einfach nur mein patristisches Thema bearbeiten, sondern ich will auch orthodoxes Leben erleben. Und ich habe davon sehr profitiert. Mein Verständnis für Orthodoxie ist äußerst gefördert worden. Und das war ein Kapital, mit dem ich auch auf meinem weiteren Wege wuchern konnte. Ich habe bei dir ja auch gelernt in Heidelberg, dass du ein großes Interesse eben auch an anderen Disziplinen, also dass du stark interdisziplinär immer gedacht hast. Du hast das mit der Slawistik ja schon erwähnt, aber das bezieht sich auch auf die klassische Philologie. Ein Spezifikum in Heidelberg ist ja das sogenannte Kirchenväterkolloquium, in dem hauptsächlich klassische Philosophen und Theologen gemeinsam antike und spätantike Texte lesen. Ist das ein Interesse, was sich erst in Heidelberg entwickelt hat? War das vorher schon da? Wie bist du eigentlich überhaupt zur Patristik gekommen? Ja, das ist ja ein spezifisch auch dann philologisches Interesse, muss das ja auch gewesen sein. Also das ist leicht damit zu erklären, dass mein schon mehrfach erwähnter Vater ein begeisterter Absolvent eines humanistischen Gymnasiums gewesen ist. Und er hat die Wahl der Pfarrstelle, als seine Kinder heranwuchsen, bewusst danach ausgerichtet, wo
ist ein Gymnasium erreichbar, leicht erreichbar. Also das war völlige Absicht und ich habe seine Begeisterung für das humanistische Erbe voll sozusagen verinnerlicht und habe mit Gewinn und auch wirklich mit Leidenschaft das Angebot einer klassischen humanistischen Schulausbildung genossen. Das waren immer meine Lieblingsfächer und von daher war der Weg in gewisser Weise vorgezeichnet. Ich hatte alle Sprachen, ich hatte auch das Hebraikum und konnte gleich loslegen und habe damit gewuchert. Also die Voraussetzung dafür war gegeben und es ist mir ein Anliegen, dass man auch den hohen Ansprüchen der Nachbardisziplinen Genüge zu tun versucht. Die Arbeit an den Originaltexten, leider in der Hauptsache Lateinisch und Griechisch. Andere Sprachen habe ich zum Teil angefangen, aber wegen der Überfülle des Angebotes an Texten aus diesen beiden Sprachen bin ich kaum dazu gekommen, das in einer Weise zu verfeinern und zu fördern, dass ich nennenswert damit auch mit anderen Altsprachen, sprachlichen Texten umgehen könnte. Ich bin an dem Punkt immer auf die Unterstützung anderer angewiesen, aber das Lateinische und Griechische habe ich geliebt und ernst genommen und jeden möglichen Kontakt zu kompetenten Könnern in diesen Sprachen, die habe ich wahrgenommen. Und da kam dir das Kirchenväterkolloquium in Heidelberg entgegen. Du pass. Hast du das eigentlich mitgegründet? Nee, das gab es vorher. Nein, sondern das war in hervorragender Besetzung bereits existent. Ich bin da in ein bereitetes Nest gefallen und habe also diesen intensiven Austausch mit wirklich Fachleuten, interessierten Fachleuten, als das größte Glück meiner Professorenexistenz in Heidelberg angesehen. In Göttingen war es ganz ähnlich. Da war die klassische Philologie auch hoch motiviert und auch räumlich in der Nachbarschaft. Wir haben viel zusammen gemacht. In Marburg, das war auch zu kurz. Also das bewerte ich aber auch nicht weiter. Ja, man darf ja mal vielleicht sagen, es war in Heidelberg, es waren zeitweise mit dir in diesem Kolloquium, habe ich erlebt Albrecht Diele, ich habe erlebt Herwig Görgemanns, ich habe erlebt Hans-Armin Gärtner und Glenn Most, erinnere ich mich noch, als lange er in Heidelberg war. Also das war ein unglaublich hochkarätig besetzter Kreis. Mit dem Walter Berschien müsste man auch noch nennen. Walter Berschien, genau. Ja. Der und Michael von Albrecht gelegentlich. Hin und wieder Michael von Albrecht, genau. Ja. Lass uns ein bisschen weitergehen, weil unsere Zuschauer auf diesem Kanal, der ja der Kanal der IAP sein wird, auch an deiner Arbeit für die IAP interessiert sind. Wenn ich richtig weiß, warst du von 1983 bis 1991, also 8 Jahre lang Präsident der IAP. Ja. Und vorher Vizepräsident. Genau. Und also ich bin 1979 gebeten worden, mich zur Verfügung zu stellen, als es darum ging, IAP in einer schwierigen Situation nach dem Versterben des vorigen Präsidenten und dem frühen Tod des Schriftführers, also zwei der wichtigsten Positionen, war IAP eigentlich in einem etwas trostlosen Zustand.
Und man musste bereit sein, da auch viel zu investieren. Viele haben zusammengewirkt, aber eben das neue Exekutivkomitee, das 1979 dann bestimmt wurde, an die Arbeit ging, das hatte eine hohe Verpflichtung und sehr, sehr viel noch zu regeln. Aber es war eine ganz besonders schöne Zeit. Ich denke eigentlich an diese 3-4 Jahre vor meiner Präsidentschaft mit besonderem Vergnügen zurück. Du warst auch jahrzehntelang ja nationaler Korrespondent der IAP noch, dazu, auch danach noch, wenn ich mich nicht irre. Vielleicht kannst du uns noch etwas, hast ja auch über die Geschichte der IAP auch publiziert. Die IAP wurde ja nicht zufällig in Frankreich gegründet. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was über die Gründungsgeschichte der IAP erzählen. Ja, also die Anfänge sind sicher in Frankreich anzusiedeln. Da ist aus dem Widerstand heraus sind die ersten Vorstellungen entwickelt worden. In aller Welt beachteter Augustinkongress war ein Forum, wo die Überlebenden aus allen Nationen sich treffen konnten und darüber nachdenken konnten, was vielleicht die Rückbesinnung gerade auch auf die christliche Antike für die Bewältigung der Gegenwartsaufgaben bedeuten könnte. Das nicht nur, aber besonders natürlich Deutschland hatte allen Anlass, nach neuen Perspektiven, nach neuen Grundlagen, nach neuen Wertmaßstäben Ausschau zu halten. Das ist sicher, aber auch sehr viele andere Nationen hatten das Bedürfnis, darüber nachzudenken, welche Fragen aus der katastrophenreichen Geschichte des 20. Jahrhunderts sich stellten. Und es war eine allgemeine Aufbruchsstimmung erkennbar. Ja, auch in der römisch-katholischen Theologie vor dem Vatikan. Ja, genau. Die Nouvelle-Theologie, oder? Die spielt bitte? Auch die Nouvelle-Theologie. Die genau. Nouvelle-Theologie spielt ja eben eine Rolle. Leute wie Daniel Lou, Marou. Er war der große Matador, Irénée Maru. Genau, ja. Wenn man sich aber die Entwicklung der Patristik um die Jahrhundertmitte anguckt oder nach der Jahrhundertmitte des letzten Jahrhunderts, dann sieht man, dass die Schwerpunkte sind in Frankreich, organisatorisch in Frankreich durch die Gründung der IAP und dann auch in Großbritannien durch die Gründung der International Conference of Patristic Studies. Ich habe mir mal angeschaut, Proceedings der zweiten Konferenz, die dann zum ersten Mal in den Studia Patristica veröffentlicht wurden. Da ist über die Hälfte, es sind englischsprachige Beiträge, dann ist ein Drittel etwa französischsprachig und relativ wenig deutschsprachige Beiträge. Ja. Es scheint, dass da die Impulse in erster Linie aus Großbritannien und aus Frankreich gekommen sind. Obwohl es in Deutschland gleichzeitig ja doch sehr prominente, wir haben ja schon über einige gesprochen, sehr prominente Patristiker gegeben hat. Hat das mit dieser historischen Schuld, dieser historischen Situation Deutschlands nach dem Zweiten, oder der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Also, es ist einmal zu sagen, dass an dem erwähnten Augustinkongress in Paris doch eben die Patristiker in Deutschland
die als nicht kompromittiert galten. Und dass die durchaus sofort eingeladen waren. Und zu den Oxforder Kongressen ist es letzten Endes gekommen. Ich habe das ja nachgeprüft und es ist gar nicht zweifelhaft. Es war nicht zuletzt das Interesse des für die anfänglich verantwortlichen F.L. Cross, den nicht kompromittierten Deutschen den Wiedereintritt in die gelehrte Gesellschaft zu ermöglichen. Mhm. Und es sind schon aus sprachlichen Gründen, also von Kampenhausen hat immer gesagt, also mit dem Englischen komme ich nicht zurecht. Erhard wie früher die gebildete Schicht in der Regel sehr gut Französisch gesprochen. Ja. Und natürlich Russisch als Deutsch-Balte. Ja. Aber mit dem Englischen hat er immer auf Kriegsfuß gestanden. Also es waren auch sprachliche Barrieren zu überwinden. Aber eine junge Generation hat von dieser, von diesem Impuls von Cross, der ja also starke Bindungen nach Deutschland hatte, dankend Gebrauch genommen, und die eine junge Generation, ein paar Jahre älter als ich, aber ich habe sie noch erlebt, und die haben dann ja auch eine Breitenwirkung erzeugt. Eine jüngere Generation hat begeistert zugegriffen und dafür gesorgt, dass die Impulse, die von den Oxforder Konferenzen ausgingen, nun auch in Deutschland, in der deutschsprachigen Schweiz aufgenommen und verbreitet würden. Und man versprach sich davon eine wichtige Bereicherung, nämlich die Generation von Harnack, deren Bedeutung für die Patristik gar nicht überschätzt werden kann, die großen Ausgaben veranstaltet haben, die in aller Welt benutzt wurden. Sie hatten doch eher ein distanziertes Verhältnis inhaltlicher Natur. Die Jungen waren davon überzeugt, dass das ergänzungsbedürftig sei, ja, und dass darin Schätze zu beschlossen liegen, die auch für die Kirche und Theologie der Gegenwart ihre große Bedeutung hätten, und dass sie auch ein Anlass sein könnten, die Konfessionsgrenzen zu überschreiten und sich um eine ökumenische Verständigung zu bemühen. Es war ja nicht nur eine ökumenische Verständigung dann später, sondern es war auch eine internationale Verständigung über den Eisernen Vorhang hinweg in der, ja, Zeit des Kalten Krieges, wenn ich das richtig sehe. Du selbst hast ja auch in Heidelberg dich da sehr engagiert, bist ganz oft nach Rumänien gefahren, hast ja auch zwei Ehrendoktoren von rumänischen Universitäten völlig zu Recht für diese Arbeit erhalten. Mich würde es jetzt noch so ein bisschen interessieren, wie meinst du, hat sich die Patristik aus deiner Sicht, du überblickst ja jetzt viele Jahrzehnte, wie hat sie sich verändert? Hat sie sich verändert? Ist mein Eindruck richtig, dass sich das Verhältnis zur Theologie verändert hat, insofern als in den 60er Jahren noch bis in die 70er Jahre hinein die Impulse sehr stark aus der Theologie kamen und auch vielleicht eher dogmengeschichtlich, theologiegeschichtlich orientiert waren, und das sich dann geöffnet hat hin zur Allgemeingeschichtswissenschaft, zur Philologie, dann später zur Kulturwissenschaft generell. Ist das ein richtiger Eindruck oder würdest du das anders profilieren, diese Entwicklung? Nein, das ist meines Erachtens richtig beobachtet. Es ist auch mein Eindruck. Aber
wie soll man darauf reagieren? Es hat ja, was da an neuen Impulsen, an neuen Gesprächsmöglichkeiten gesehen und auch genutzt worden ist. Es hat das ja seine Berechtigung. Man sollte niemals sagen, das sind Irrwege. Das hat schon auch sein Gutes und sein Richtiges. Aber es hat doch keinen Sinn, wenn man das Potenzial, das zu entdecken gilt und möglich ist, nicht nutzt, um die Gesprächsbasis mit anderen christlichen Traditionen zu erweitern. Das ist kein Absturz, es ist nicht ein Verrat an den eigenen Traditionen, sondern es ist auf jeden Fall doch eine riesengroße Bereicherung. Und wir in unserem Bereich sind eher dazu gezwungen worden, freiwillig räumt man ja keine Position, oder in der Regel ist das so. Wir sind dazu durch die Verhältnisse gezwungen worden, uns langfristiger und ernsthafter mit der Aufklärung auseinanderzusetzen. Und wir haben erfahren, man muss auf vieles verzichten, aber es ist das Ernstnehmen der aufklärerischen Impulse durchaus auch etwas Hilfreiches und Bereicherndes. Und wir können von den katholischen Traditionen, wenn wir eben aus der Verwurzelung in der Antike wirklich Kraft schöpfen, wir können aus den katholischen Traditionen sehr viel lernen. Aber wir können auch, was den unbefangenen Umgang mit aufklärerischen Impulsen anlangt, auch unsere Geschwisterkonfessionen, denke ich, bereichern. Und das ist meine Erfahrung. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Ich sehe nur eigentlich positive Möglichkeiten mit dem patristischen Erbe, das man ernst nimmt und das man mit Ernst betreibt, fruchtbar werden lässt, dass man für den Umgang mit den anderen Kirchen, aber auch mit den anderen Religionen sehr sehr viel mitnehmen kann. Ne? Mitnehmen kann. Ja, genau. Vielleicht, wir sind schon über die Zeit, aber ich würde ja mich auch gerne noch weiter mit dir unterhalten, nur es gibt eine gewisse Zeitbegrenzung. Vielleicht können wir zum Abschied noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn du dir heute jüngere Kolleginnen und Kollegen anguckst, also jetzt nicht mehr meine Generation, ich bin ja auch nicht mehr jung, sondern die Jüngeren, was würdest du denn unter den heutigen Verhältnissen diesen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf den Weg geben? Was für einen Rat? Was sollen sie machen? Ich würde dazu raten, möglichst Brücken zu bauen und keine Grenzen zu ziehen. Das scheint mir das Wichtige zu sein. Verbindendes zu sehen, Verbindendes zu nutzen, um das Zusammenleben
zu erleichtern. Ich würde... Wie würdest du denn zum Beispiel den Umgang mit den Sprachen, was würdest du, die Sprachkompetenz, das habe ich immer bei dir gelernt und bewundert, deine Sprachkompetenz, sowohl übrigens was die Fremdsprachen, also die antiken Sprachen, als auch was das Deutsche angeht, bringe ich nicht mehr mit. Und wenn ich dann mal die Generation nach mir sehe, dadurch, dass sie zwangsweise einen schlechteren Sprachunterricht haben, weil an den Schulen einfach und auch an den Universitäten nicht mehr so viel Sprache in dieser Tiefe mehr unterrichtet wird, haben diese Kompetenzen aus meiner Beobachtung noch weiter nachgelassen. Ich mache daraus gar keinen Vorwurf, ja, sondern ich stelle es einfach fest. Was würdest du denn den jungen Leuten raten? Wie sollen sie mit diesem Problem umgehen? Ich glaube, dass das viele junge Menschen sehr quält, junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Also vielleicht ist es nicht mehr an der Zeit, von allen gleich hohe sprachliche Kompetenz zu verlangen. Es kann sein, dass man auch mit geringerer Kompetenz doch Wichtiges sehen und erfahren kann. Aber es sollte unter gar keinen Umständen passieren, dass niemand mehr imstande ist, aus sprachlichen Gründen die Richtigkeit von Übersetzungen. Übersetzungen spielen sicher heute eine viel größere Rolle als je zuvor. Und es wäre unrealistisch, wenn man damit rechnete, dass also ein nennenswert großer Teil noch längere altsprachliche Textzusammenhänge zu verstehen vermag. Aber die sprachliche Kompetenz darf nicht überall dermaßen leiden, dass man auf jeden Unsinn, der bei Übersetzungen gemacht wird, einfach hereinfällt, sondern die Möglichkeit, die Übersetzungen auf ihre Richtigkeit hin zu überprüfen, sie muss erhalten bleiben. Also vielleicht muss man sich darauf konzentrieren, dass das eine Herausforderung für eine geringere Anzahl von Leuten, die sich mit der Antike beschäftigen, sein wird. Aber es darf unter gar keinen Umständen diese Kompetenz völlig verloren werden. Und auch wer gar nicht an der Forschung ist, aber wer mal Griechisch, Lateinisch, Hebräisch gelernt hat, er sollte wenigstens eine elementare Fähigkeit zur Kontrolle der benutzten Übersetzungen behalten. Vielleicht noch eine letzte Frage. Was denkst du denn, sind die Themen, die jetzt anstehen? Welche Themen müssten bearbeitet werden? Siehst du, das ist eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Da würde ich sagen, das kann nur jeder für sich selbst herausfinden und beantworten. Es sind viele Dinge und es ist nicht schlecht, wenn man da gar nicht eingreift. Erkenntnis und Interesse, die haben ihre Beziehung sehr gern und das ist in der Regel auch wirklich fruchtbar. Da würde ich einfach es darauf ankommen lassen, dass die auf die wirklich interessanten Dinge auch interessierte Leute stoßen. Was mir ganz dringend erscheint, das ist das von qualifizierter patristischer Seite aus am Thema Christen und Juden
gearbeitet wird. Also da sehe ich noch ein großes Feld und es wäre gut, wenn daraus auch Impulse für einen gehaltvollen christlich-jüdischen Dialog erwachsen. Wunderbar, ganz herzlichen Dank, lieber Martin Ritter, für dieses Gespräch. Wir müssen hier leider zum Schluss kommen. Ich weiß, dass dir der jüdisch-christliche Dialog in deiner Forschung wie auch in deinem persönlichen Lebensumgang immer ganz eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und es steht ja auch gerade deutschen Patristikerinnen und Patristikern gut an diesem Eben. Punkt sehr aufmerksam zu sein und die Dinge zu beobachten. Ganz herzlichen Dank, Martin Ritter, Professor Dr. Martin Ritter in Heidelberg, für dieses Gespräch.